Hallo mein lieber Freund, herzlich willkommen zu Spieletipps für Gamer. Wir zocken Resident Evil 4 und das ist der 21. Part. Ja, Ashley schreit hier schon die ganze Zeit wie wild. Ich würde mal sagen, befreien wir sie von ihren Quallen. Hier wird jetzt gleich die Post abgehen. Zack. Ja, bleib cool, alles gut. Zack. Talk about near-death experience. Go ahead, low. So, jetzt müssen wir nochmal aufpassen. Wo sind die jetzt nochmal? Ah, okay, da ist er. Nice. Shit, aber ich glaube. Und hier sehe ich die nicht mehr. Mich ein bisschen übertrieben. Nee, passt. Komm. Ah, die ist wieder zurückgerannt. Nice. Okay, nice. Geht doch. Okay, ich habe das Schwert in Erinnerung. Ich glaube, da kommt noch was. Komm, Ashley. Oh Mann, ey. Ah, da ist ein Schlüssel. Nice. Hey, bleib cool. Bleib cool. Ja, alles gut. Scheiße, Mann. Shit. Ja, alles gut. Zwar risky-pisky, aber muss man ja auch ein bisschen Spannung reinbringen hier. Wo sind die Bastarde? Sind die bei mir? Nee. Hey? Ah, da kommt er. Ja, es ist hora de asplastar. Nice. Ja, können wir ein bisschen Muni wegballern, damit wir Platz haben im Inventar. Nice. Super, Ashley. Nice, sehr gut. Sie ist immer noch verletzt. Vom letzten Mal. Ah, wir müssen jetzt mit Ashley zocken. Stimmt, das habe ich schon ganz vergessen. Wir können noch einige Sachen für Leon sammeln. Ich würde mal sagen, wir speichern mal ab, damit wir hier keine Fehler machen. Also, besser gesagt, dass nichts Krasses passiert. Zack. So, gucken wir mal. Okay. Genau, Kraut. Das ist gut. So. Ah, genau, wir müssen hier so ausweichen. Ich weiß, dass man hier noch ein paar Sachen sammeln kann. Wir können uns halt nicht krass werden, ne? Wir können diese Teile, glaube ich, umschmeißen. Genau. Ja, genau. Nice. Ah, da ist die Kurbel. Ich sehe sie schon. Genau. Und durch die. Und unter den Tischen können wir, glaube ich, durchkrabbeln. So weiter. Ja, wir können hier durchkrabbeln. Nice. So, weiter geht's. Hier ist noch eine. Ah, da können wir zumachen. Nice. Oh, die schmeißt sofort. Ich dachte, die schmeißt mit Verzögerung. Ja, ich würde mal sagen, einfach hier rein und dann. Klick. Nice. Ich glaube aber nicht, dass er gleich tot ist. Also nach einem Wurf. Nice, hier haben wir noch Kohle. Aber wir haben ja noch eins. Zack. So, das müsste reichen. Das müsste reichen.
Ja, er ist tot. Können wir in Ruhe aufmachen. Ich finde solche Einlagen immer cool, dass man da mal mit Ashley spielt oder mit Ada zum Beispiel. Das ist so eine gute Abwechslung. So, eins haben wir. Jetzt noch das zweite. Okay, das geht ein bisschen schwer auf. Wie da abgeht. Okay, so. Jetzt noch ein Kraut. Nice, haben wir echt Haufen Zeug mitgebracht. Ich glaube, hier müssen wir rein. Hey, ich glaube, wir können hier erstmal aufmachen, dann gehen wir zusammen hier rein. Soweit ich weiß. Okay, nee, okay, dann machen wir das erst einmal. Sicher, sicher. Kann mich nicht mehr ganz erinnern. Okay, dann nehmen wir erstmal das hier alles. Ja, ist echt nützlich, Ashley. Okay, was haben wir hier für einen Brief? Notiz des Butlers. Da Sir Roman Salazar keine Familie hat, muss Lord Sadler seinen starken Glauben an die Los Illuminados genutzt haben, um ihn dazu zu bewegen, die von seinem Ahn versiegelten Las Plagas zu befreien. Sir Salazar würde so etwas niemals wissentlich tun. Ich hätte das falsche Spiel des Lord ahnen müssen. Jetzt bin ich mitschuldig. Ich habe keine Ahnung, was der Lord vorhat, aber Sir Salazar wurde nur ausgenutzt. Nun ist es zu spät. Sir Salazar hat die Plage in seinem Körper injiziert. Haben Sie erst einmal adultes Stadium erreicht, gibt es kein Zurück mehr. Der Plagerparasit stirbt erst, wenn der Wirt stirbt. Es gibt keine Rettung. Vielleicht hatte Sir Salazar eine Ahnung von den Plänen des Lords. Aber ich kann nichts tun. Ich diene der Familie Salazar seit Generationen. Ich bin bereit, meinen Dienst bis zum Ende auszuführen. Ja, das ist der Butler, wie heißt der? Batman. Ja. Okay, machen wir mal auf. Ah, genau, hier muss, glaube ich. Nee, wartet mal. Hier muss doch was rein. Aber das haben wir doch verkauft, die Sanduhr. Okay, anscheinend müssen wir hier wirklich mit ihm zurück. So wie ich schon vermutet habe. Genau. Weil sie das gar nicht machen kann. Er hat dann irgendeinen Schlüssel, glaube ich. Oder nee, wir kriegen ihn, glaube ich, hier in dem Raum. Das haben sie auch geil gemacht mit Taschenlampe. Oh, was war das? Zack, 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 zack. Schalter. Ah, ja, ja, genau. Ah, das sind echt krasse Flashbacks. Flashbacks. Okay, hier ist noch ein Schalter. Klick. Okay, das ist ja voll easy. Ich habe das ein bisschen komplizierter in Erinnerung. Okay, das geht jetzt zu. Das geht auf, das andere geht zu. Dann haben wir hier so ein Teilchen. Hier ist ein Knopf. Ja, nehmen wir das mal. Steintafel. So, das geht jetzt auf. Und das ist immer noch zu. Wenn wir den jetzt nochmal drücken, passiert nichts. Wenn wir den anderen nochmal drücken. Okay, das ist komisch. Aha. Ja, es geht auf. Okay, das ist zu. Aber das ist ja offen. Nice. Okay, easy going. Okay, was haben wir hier? Money in the bank. Ein paar Bucks. Kristall, nice. Noch was? Alter, richtig geil gemacht. Ah. Ja, ja, ich kann mich erinnern. Oh Mann, das ist schon geile Atmosphäre, Mann. Mucke ist so nice. Ja, genau. Oh, dieses verdammte Rätsel. Ich mag solche Rätsel nicht so, aber ich bin ja auch keine 18 mehr,
Ich denke, das werden wir schon lösen. Okay, das müsste nach unten kommen. Schaut nach einem unteren Teil aus. So, das müsste hier hin. Das ist die Mitte. Das ist das obere Teil. Oh Mann, ey. Ich muss sagen, ich kenne mich echt mit solchen Rätseln nicht so gut aus. Das ist nicht meine Stärke. So. Weil es ist ja eigentlich logisch, das ist ein System, wie man das verschiebt. Die Frage ist bloß, was ist das für ein System, wenn man sich nicht auskennt? So. Wartet mal, das bewegt sich ja immer eins nach oben im Endeffekt. Es bewegt sich immer eins nach oben und eins so. So, das müsste der obere Teil sein. Kann es sein? Schauen wir gleich. Ja, das ist der obere Teil. Okay, das haben wir schon mal kapiert. So, das muss dahin. Das muss in die andere Richtung. Das muss so rein. Bloß mit dem Unterschied. Das kriegen wir schon hin. Schön systematisch, schön überlegen. Oh yes, oh yes. Ja, man darf einfach nicht, man darf niemals verzweifeln. Und sagen, ah, ich kenne das nicht und so, ja. Man muss analysieren, man muss überlegen, hey, was für ein logisches Prinzip gibt's dahinter, ne? Aber ich kann mich erinnern, das ist mir früher schwerer gefallen, weil da war ich noch jünger und ja, war halt so, dass ich dann immer gleich die Fassung ein bisschen verloren habe. Da war ich noch anders drauf. Okay. Genau, hier müsste jetzt ein Armreif, nice. Und dann haben wir hier noch was. Genau, genau, das brauchen wir. Nice. Und da ist auch der zweite Teil. Geil, geil. Oh oh. Oh oh. Oh shit. Ja, ja. Easy going. Easy going. Einfach fliehen. Das wusste ich noch. Deswegen hat mich das jetzt nicht erschreckt. Nicht, dass er uns hier one-hittet. Wie die das noch extra so machen, dass man ihr Höschen sieht, wenn sie hinfällt. Oh Mann, das ist Capcom. Oh Mann, oh Mann. So, jetzt können wir das Teilchen da rein tun. Das war ein anderer Knopf. Okay, das war jetzt ein bisschen... Tricky, aber gut, dass ich es geschafft habe. Okay, so, jetzt können wir jetzt das Teilchen auch da reinstecken und drehen. Die Scheibe da. Wie heißt die? Was ist das hier? Insignie der Familie Salazar. Okay, alles klar. Jetzt müssten wir auch zum Leon kommen. Zack. Hammer! Wir haben es geschafft, Mann. Wir haben sie befreit. Ja, das war jetzt spannend. Weil sie kann sich ja nicht so gut wehren. Nice, nochmal Kohle mitnehmen. Sie hat echt viel Zeug gesammelt. Da war nichts, oder? Nein. Gibt's eigentlich einen von euch, der auch Resident Evil 2 erwartet? Also der es kaum erwarten kann? Okay, nice. Woohoo! Good. I'm sorry if I was... Oh, don't worry about it. Come on, let's move on. Jetzt gib erstmal die Medikamente, Mann. Okay, nice, wir haben es geschafft.
wir haben sie befreit. Ich würde sagen, wir machen im nächsten Part dann weiter, damit wir das auch immer so nach Thema unterteilt haben. Jetzt haben wir sie mal gerettet und im nächsten Teil geht's weiter. Okay, also hau rein, abonniert den Kanal, gebt einen Daumen hoch und wir sehen uns in der nächsten Folge.